Liebe Leute, die nächste Folge von Fehlerfokus. Ihr habt vielleicht schon ein bisschen darauf gewartet, dass die Serien, die ich jetzt habe, der Mythenmörder, Fehlerfokus, jetzt weitergehen. Und ja, wie ihr wisst, habe ich halt ein Baby, deswegen habe ich recht viel zu tun. Aber die Zeit muss ich mir nehmen. Und heute habt ihr schon vielleicht gerade gesehen, in der Kurve geht es um ein typisches Fehlerbild, was viele machen, die es schon mal in Videos gesehen haben. Die versuchen, ihr Bike in die Kurve zu legen. Und wenn sie dann quasi aus einem Kurs, den sie gemacht haben oder ein Video, vor allen Dingen so als Prägung im Kopf behalten, Kurvenfahren heißt, das Rad in die Kurve legen, da habe ich auch schon mal ein Mythenmörder-Video zu gemacht, dann bleibt das sehr hängen. Und das Erste, was sie machen, wenn eine Kurve kommt, ist das Rad mit den Armen in die Kurve legen, häufig auch, dass der innere Arm gestreckt ist. Was dann komplett fehlt, ist, dass sie ihren Körper mitdrehen. Und vielleicht habt ihr es schon mal auf einem Bike-Magazin-Cover oder so gesehen, dass jemand wirklich auf einmal auf dem Cover so grinst und dann so fährt. Und das ist auf jeden Fall nicht Sinn der Sache. Ihr müsst mit dem Körper die Kurve fahren und das ist für viele Kurven anwendbar, sehr vielseitig. Ich möchte euch das nochmal zeigen. Ich zeige es euch nochmal. Viele denken dann vor allen Dingen ans Rad legen mit den Armen und vergessen dann aber den Körper mitzunehmen. Deswegen ist wichtig, mein Tipp, diese ganze Sache mit dem Legen, da würde ich gar nicht so viel drauf achten, weil wenn ihr euren Körper rotiert, mit dem ganzen Körper, Kopf, Schulter, Hüfte, Beine, vor allem auch die Beinarbeit beachtet, dann wird euer Rad eh in die Schräglage gekippt. Werdet ihr merken, das Rad steht dann schräger als ihr. Und dann geht natürlich der eine Arm ein bisschen mit, aber ihr müsst nicht euer Rad irgendwie drücken oder legen, sondern ihr könnt es wirklich spielerisch mitnehmen. Das möchte ich euch nochmal zeigen. Also, wenn ihr euch mit dem Körper in die Kurve dreht, mit den Beinen, mit dem ganzen Körper, dann geht euer Rad in die Schräglage und ihr müsst euch gar nicht darum kümmern, dass ihr jetzt irgendwie die Arme, den einen Arm strecken müsst. Und ihr habt den Vorteil, ihr könnt jetzt alles mit den Armen machen und das hilft auf jeden Fall sehr. Ihr schaut dahin, wo ihr hin wollt und mit dem ganzen Körper achtet auf die Beinarbeit. Und ihr werdet merken, das ist ein super schönes Gefühl, weil man kann das in so vielen Kurven anwenden, dass wenn man auch die Beine mitnimmt, dann werdet ihr merken, der Sattel ist am inneren Bein, wie bei Kurven eigentlich fast immer, bei so gut wie allen Kurventypen. Und das äußere Bein, wenn das mitdreht, dann könnt ihr euer Rad wirklich richtig schön in die Schräglage legen und ihr werdet noch merken, was ein super schöner Effekt ist. Das äußere Pedal wird immer ein bisschen schwerer, also tiefer, weil wenn ihr die Beinarbeit nutzt, wird das innere Bein leichter, also innere Pedal, genau. Und da habe ich auch schon ein paar Videos gemacht, die ich euch verlinke und dann würde ich sagen, nutzt das mal und filmt euch mal, wie eure Kurvenlage aussieht. Ihr schaut da, wo ihr hin wollt, in die Kurve, dann zum Kurvenausgang und ihr dreht den Körper mit, also mit dem Kopf, Schulter, Hüfte. Und wenn ihr dann merkt, die Beinarbeit funktioniert auch immer besser, der Sattel ist ja eher am inneren Bein, das heißt, dann könnt ihr eure Beinarbeit gut nutzen, dass ihr in den Knien quasi auch Augen habt. Ja, und dann werdet ihr merken, euer Rad ist schön in der Schräglage und wie gesagt, der Vorteil ist, ihr müsst nicht groß auf eure Arme achten. Klar, wenn das Rad sich mehr neigt, wird der innere Arm gerade, aber dieses Drücken oder Legen, was wie manchmal so ein ungünstiger Reflex ist bei Leuten, das machen die dann auch in Anliegerkurven oder in Spitzkehren, wo du das echt gar nicht gebrauchen kannst. Und wenn es jetzt wurzelig ist oder felsig, kann man echt noch hier schön arbeiten. Wenn man halt schon so überall reinfährt, wird das nichts. Deswegen mein Tipp, Fehlerfokus, nehmt mal das Handy, filmt mal eure Kurven, ob ihr da sehr fokussiert seid auf das Legen mit den Armen oder ob ihr eure Körperarbeit nutzt. Und dann werdet ihr merken, das ist auf jeden Fall noch ein guter Effekt für die Kurven. Wir sehen uns im nächsten Video Fehlerfokus oder Mythenmörder. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne auch ein Abo da, wenn es ihr nicht schon gemacht habt. Und wenn es euch gefällt, natürlich nur. Und seid gespannt. Wir haben schon länger was in der Pipeline, was hoffentlich bald online gehen kann. Ich werde euch auf dem Laufenden halten.